Ja, um 18 Uhr ist jetzt Sail Away. Halbe Stunde. Wir gehen mal Richtung Lanai Deck und schauen, ob wir einen Platz bekommen. Für eine schöne Aussicht. Halt hallo. Hallo, klar. Das wird schlimm. Na, hallo. Ja. Gut, wenn er sich irgendwo hinsetzen will, vielleicht auf das Ding da. Ja. Ja, jetzt geht's gleich los. 18 Uhr Sail Away inklusive live über Insta. Ja, geht dann gleich los. Und es hat aufgehört zu regnen. Das ist doch eigentlich ein Gottesgeschenk. Dann können wir hier auch auf dem Lanai Deck das Sail Away anschauen. Stena Line heißt das Schiff, mein Schatz. Nee, oder weiß nicht. Ich glaube, es ist eine Fähre. Sie da? Nö. Also, ja, wenn ihr wollt. Jens Janosch, ich bin Ihr Kapitän. Ja, wir sind jetzt alle an Bord und die letzte Runde war unserer Seenotrettungsübung. Wir haben sie erfolgreich absolviert. Jetzt lehnen Sie sich zurück und genießen gleich Ihren Abend und natürlich unser Auslaufen auf unserer wunderschönen Lady. Ja, heute bestes nordisches Wetter. Es war alles dabei. Sonne, Regen, Wind und das Ganze bei Höchsttemperaturen heute. Ja, von tatsächlich 16 Grad Celsius. Das oh, und es gibt auch wieder einen AIDA-Film, so wie es aussieht. Da wird AIDA-Film gemacht. Ja, und wir haben in zwei kompletten Seetagen auch wunderschöne Häfengepäck. Und wo unser Bobby and Zoe Team erwartet Sie mit einer entspannten Massage oder Sie sind aktiv mit unserem Show Operations Team. Ja, und liebe Kinder, ihr habt natürlich auch Spaß in unserem Kids Club und auf unseren tollen Wasserrutschen. Ich habe auch Spaß auf den Wasserrutschen, bestimmt. Kapitän macht eine Durchsage. Wer noch? Sag mir bitte noch einen kleinen Sicherheitshinweis gestattet. Und zwar der Nova, die Erstfahrer, vielleicht haben Sie heute gesehen, sehr, sehr groß, majestätisch groß. Lassen Sie sich davon bitte nicht täuschen. Im Vergleich zum See ist der Nova trotz der 30 Meter sehr klein mit Anbau. Fanta ist schon angekommen. Die Strukturen, die wir hier haben, die kommen ziemlich große Anzahl an Bewegungen. Auch Bewegungen, aber natürlich nicht jede. Und in diesem Zusammenhang bewegt sich der Boden. Oder für diejenigen Gäste, welche hier an Bord geblieben sind, unsere weitere Station ist ja so Kopenhagen. 188 Seemeilen sind bis dahin, das sind sogar 350 Kilometer. Wir haben eine relativ geringe Durchschnittsgeschwindigkeit, liebe Gäste. Hallo. Wir werden dann morgen etwas in die Trift geht, das heißt wirklich von Seeland, der Insel Seeland, das ist so. Genau, also wir machen hier groß keine Unterhaltung, wir unterhalten uns und ihr macht einfach mal live mit. Wenn ihr wollt, schaut ihr euch das Sail Away jetzt mit an. Geht bestimmt gleich los. Mehr Programmpunkt gibt's nicht. Heute zumindest. Hoffentlich. Prost, ja, danke schön. Sail away, sail away, sail away, sail away. Also die Musik läuft nur sehr leise, ich weiß gar nicht, ob er es hört.
Kiel. Bis in der Woche, dann kommen wir wieder. Ja, heute Abend geht es wahrscheinlich essen dann noch ins Marktrestaurant. Ja, es ist ein bisschen unspektakulär. Es tut mir sehr leid, kein Gehupe und die Musik ist sehr leise. Man hört sie eigentlich fast gar nicht, aber kann ich leider nichts dafür. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Oh, ein bisschen Industrie gibt es wohl auch hier in Kiel. Ich kenne den Hafen ja nicht, keine Ahnung, aber... hat auch einen Platz gefunden zum Abhängen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, irgendwie war es nicht so Gänsehaut-like, die Musik war sehr leise und auch kein Gehupe, vielleicht darf man das in Kiel nicht, keine Ahnung. Spaß gemacht hat es trotzdem, der Sonnenuntergang ist traumhaft schön und wir gehen jetzt dann gleich erstmal essen, wahrscheinlich im Marktrestaurant, wenn es nicht zu voll ist. Mal schauen.